Hey Leute, hier ist Philipp und willkommen zu Antoine Top 5 Tipps und Tricks Folge 2. Das ist erstmal die letzte Folge, die ich hiervon geplant habe, aber auf Zuschauervorschlag könnte ich noch so Top 5 Waffen machen oder meine Lieblingswaffen, meine persönlichen, so eine Top 5 oder so. Oder von jeder Waffenkategorie zum Beispiel würde mir jetzt spontan einfallen. Ich guck mal, was ich dazu machen könnte und je nachdem, worauf ich auch Lust habe, weil ich will euch ja keinen Müll bieten, sondern auch wirklich was, wo ich meine bestmögliche Qualität reinstecken kann. Deshalb, die zweite geplante. Und auch damit erstmal die letzte Tipps und Tricks Folge, weil mir nicht mehr eingefallen sind. Ich habe mich damals mal hingesetzt. Es war, glaube ich, eine Woche vor dem ersten Video. Habe ich mich hingesetzt, die alle aufgeschrieben. 10 Stück waren das dann. Habe die halt in 2 Folgen unterteilt. Und auch, wie ich das so schön spannend halten kann, damit die Folge nicht zu langweilig ist jetzt. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Tipps und Tricks. Und bevor das Video anfängt, noch ganz kurz, guckt euch bitte das Update-Video an zum Kanal, was ich gemacht habe. Die 30 Minuten oder 31 Minuten könnten euch ein bisschen abschrecken, aber für die Leute, die sich für einen Upload-Plan interessieren und was für Projekte ich machen möchte, je nachdem, ob alles gut läuft, können sich die ersten 10 Minuten nur vom Video angucken. Also da ist, oder 9 Minuten, da ist eigentlich alles ganz gut zusammengefasst und die restlichen 20 Minuten, 21 Minuten sind dann, wo ich über meinen Discord laber und euch erkläre, was so, weil das alte Discord-Video, wo ich das erste Mal vorgestellt habe, ziemlich alt war oder jetzt halt ziemlich alt ist. Und deshalb wollte ich da nochmal alles erklären und für die Leute, die neu sind und nicht wissen, was Discord ist oder weil ich immer sage, wenn ihr mit mir zocken wollt, kommt auf den Discord und da machen wir ab und zu so kleine Events, dass wir mal auf den Server gehen und ein bisschen Arena spielen oder muss ja nicht Anton sein, auch mal andere Spiele. Also guckt euch das auf jeden Fall an, das verlinke ich euch auch bei dem i oben oder so oder am Ende in der Endcard. Mal sehen, auf jeden Fall werdet ihr es finden. Und dann, um nicht groß weiter rumzureden, fangen wir an mit Top 5 Unturn-Tipps und Tricks. Ich mache das jetzt mal nicht mit Übergängen, sondern habe mir so eine kleine Hütte hier gebaut. Mit Zahlen von 5, 4, 3, 2, 1. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt bei der 5 an. Und ich habe jetzt dann immer auch den Tipp an so eine kleine Tafel geschrieben. Und weil ich jetzt keine andere Person dafür habe und jetzt auch keinen fragen wollte dafür, habe ich jetzt hier mal so einen Mannequin hingesetzt und dem mal was angezogen, weil wir wollen den ja nicht nackt da liegen haben. Und der fünfte Trick ist im Prinzip, oder der Tipp, den vielleicht nicht viele wissen, ist, wir steigern uns so nach und nach, weißt du, andere heilen mit der rechten Maustaste. Wenn wir jetzt das Medikit hier nehmen und das ein verwundeter Freund wäre, deshalb liegt er am Boden, jetzt so zur Schau, wisst ihr, dann könnt ihr hingehen und Rechtsklick machen, weil Linksklick ist ja so. Mit Rechtsklick würdet ihr dann eurem Freund hier, der verwundet ist, was geben. Weißt du, wenn ihr im Discord seid oder im Teamspeak, was auch immer, dann, und der eine sagt, ja, ich habe keine Bandagen oder ich habe kein Medikit, heal mich mal, dann könnt ihr hingehen, Rechtsklick, dann müsst ihr nicht erst hingehen, das Item droppen, stellt euch vor, das wäre ein Medikit, und dann müsst ihr das nehmen. Da geht viel zu viel Zeit drauf, wenn wir ehrlich sind, und so, das macht es halt viel einfacher für die Leute, die es nicht wussten. Dann gehen wir zur Nummer 4. Die Nummer 4 ist Fadenkreuzfarbe im Visier ändern. Das kommt vielleicht manchen ein bisschen spanisch vor gerade, aber wir nehmen uns jetzt einfach mal dafür die Maple Strike, weil eine meiner Lieblingswaffen und ein Visier. Mein Lieblingsvisier ist das Dot Sight, also das Rotpunktvisier. Das packen wir jetzt einfach mal hier drauf. Und ihr seht das Standard, halt dieser rote Punkt. Wenn ihr jetzt aber, ich habe ja gesagt, Fadenkreuzfarbe im Visier ändern. Also nicht diese hier, die ihr jetzt seht, die da bei mir blau ist, sondern die im Visier, diesen Punkt. Da geht ihr auf Escape für Pause, Option. Dann scrollt ihr hier ein bisschen runter und dann seht ihr ja die ganzen Farbeinstellungen hier. Ich meine, das geht für Leute, die keinen Gold-Account haben, auch. Also da ist egal, ob ihr Gold habt oder nicht. Und dann sucht ihr euch Critical Hit Marker, also Volltreffer, Kopftreffer, wie auch immer. Halt im Spiel ist ein Kopftreffer. Und der ist bei mir rot. Und wenn ich den jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir wollen einen Grün haben. So ein schön knalliges Grün. Dann geht ihr wieder zurück. Auf Return. Ihr seht, ist immer noch rot. Dann nehmt die Waffe einmal weg und nehmt die wieder hoch. Oder ihr nehmt das Visier einmal ab und packt es wieder drauf. Das geht auch. Und ihr seht, hier ist das Visier grün.
Und das könnt ihr mit jeder Farbe machen. Ihr müsst halt nur bedenken, dass wenn ihr jetzt einen Zombie in den Kopf schießt oder einen Spieler in den Kopf schießt, dass dann auch dementsprechend der Hitmarker, der da dann kommt, grün ist und nicht rot, also nicht verwirrt sein. Und ihr könnt es auch natürlich wieder umändern oder jede andere Farbe nehmen. Ups, jetzt habe ich meinen Hitmarker verändert. Aber ich mag das klassische Rot. Ist halt rot, so volltrefferweise. Und ja, die Waffe nehmen wir auch direkt mal mit, weil bei Tipp Nummer 3 brauchen wir nämlich die Waffe wieder. Und zwar geht es da um Haltbarkeit der Waffen. Ihr kennt ja sicherlich, dass es Unterschiede zwischen Ranger-Waffen und Military-Waffen gibt. Und da gibt es einen gravierenden Unterschied für die Haltbarkeit, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Subeknakov habt, ich meine, die Subeknakov und die Maple-Strike sind jeweils die gegenüberstehenden. Zum Beispiel die Nykrev ist gegenüberstehend von der Dragonfang, weißt du, weil das eine ist, ich weiß nicht, was genau was ist, aber das eine, ich glaube Dragonfang könnte sein, ist Military und die Nykrev ist Ranger-Waffe. Und der Unterschied davon, den zeige ich jetzt einmal, da gehen wir einmal raus kurz hier. Habe ich das genommen? Nein, wir müssen die beiden Military Drums nochmal mitnehmen, weil jetzt verschießen wir exakt 25 Schuss einmal. Beide Waffen sind 100%, 100%. Und jetzt schieße ich einmal 25 Schuss, ich gebe mein Bestes. Nice, einer mehr gewesen, dann machen wir gleich bei der Dings auch einen mehr. Jetzt nehmen wir uns die Subeknakov, packen da das Magazin rein und machen jetzt auf die auch 26 Schuss raus. Dann. So, 26 Schuss. Und wenn ihr euch die anguckt, jetzt die Maple Strike, also die Military Waffe, die hat nach 26 Schüssen 93% Haltbarkeit nur noch von 100. Und die Subeknakov hat nach auch exakt 26 Schüssen 96%, also 3% mehr. Also Subeknakov wird euch ein bisschen länger von der Haltbarkeit sein. Aber ich meine, da gibt es irgendwie Damage-Unterschiede beim Military und so. Also ergänzt sich auch irgendwie. Aber wenn ihr so einer seid, der nicht ständig die Waffe reparieren will. Also Subeknakov wird euch schon ordentlich länger halten. Aber die Subeknakov packen wir jetzt erstmal wieder weg mit dem Magazin. Das Military können wir eigentlich auch hier reinpacken, brauchen wir gerade nicht. Und wir kommen auch direkt zum zweiten, nämlich das zweite ist fast nur Rückstoß. Und das könnte zu besserem Aim führen, weil dann nicht die ganze Zeit euer Aiming so ganz weit in die Luft geht. Und dafür braucht ihr halt die hier. Am besten habt ihr schon ein Visier vorn drauf, das Drum ist egal. Und was sind hier für Schönheiten drin? Richtig, ein Vordergriff. Ein taktischer Laser und ein Military Barrel. Da müsst ihr gucken mit Ranger und Military Barrel wieder. Und ja, wenn wir jetzt mal hier rausgehen, wenn ich jetzt den normalen Scope hier dran packe, dann seht ihr, wir können das mal in Third Person machen, da sieht man das, denke ich, am besten. Da haben wir jetzt so ungefähr die ganze Wolke jetzt. Ne? Das Doofe ist, wir können die Wolke jetzt nicht stoppen, deshalb nimmt sie nur so ungefähr. Und wenn wir ranzoomen, ist es halt so ein kleiner Punkt von der Wolke. Und wenn wir jetzt aber einmal den taktischen Laser, die Ranger, die Military Bell, sorry, den vertikalen Griff und die Dropside, ist eigentlich egal, meine ich, welches Visier. Wie gesagt, ich mag das Rotpunkt-Visier nur lieber. Dann seht ihr schon, ohne reinzoomen, ist das schon eigentlich so groß, wie ich vorher schon reingezoomt. Und wenn ihr jetzt reinzoomt, es ist fast ein Punkt. Es ist fast ein Punkt. Und wenn ihr euch bei PvP zum Beispiel noch hinlegt, dann habt ihr wirklich, das ist fast ein Laser ist das. Und ihr seid auch, wenn ihr ranzoomt, das kann man sehr gut kontrollieren. Also man in Third Person vor allem, weil Third Person ist ein bisschen cheesy, so Kills zu kriegen, weil man halt so einfach an der Ecke hier stehen kann und so ein bisschen. Aber, was ich jetzt noch nicht bedacht habe, wenn wir jetzt noch Experience geben, sagen wir mal 1000, weil wir brauchen ja nicht so viel, weil wir können noch den Sharpshooter Skill, der den Rückstoß geringer macht, voll machen, dann ist es wirklich ein Punkt. Das ist wirklich ein Laser, wie sie hier schon passt. Also ihr seht, wie klein dieser Punkt ist und den kann man nochmal verkleinern, indem man hier nochmal, das kann man im Third Person am besten zeigen mit dem Visier, so in die kleine Perspektive, in der Hocke geht nochmal oder sich komplett hinlegt, ist am besten. Nur seid ihr halt nicht so mobil, im Stehen seid ihr halt ein bisschen schneller, nach rechts und links, weißt du?
Auf jeden Fall könnt ihr da. Das ist die Kombi, mit der ich auch gerne spiele. Man kann natürlich, je nachdem für was man gerade das Equipment braucht, kann man natürlich auch hier ein. Keine Ahnung, Schalldämpfer oder so draufpacken. Kommt halt drauf an. Ja, ich würde sagen, wir behalten die Waffe noch und kommen zur Nummer 1. Das ist nämlich was richtig Tolles, und zwar die beste Nachtsicht eigentlich, die man haben kann. Weil man kennt ja Military, so dieses Knallgrün, dieses Nachtvisier. Und das Zivilisten-Nachtvisier ist so dieses ganz dunkle Grau. Und man hat so richtig schnell Nebel, also nicht so eine große Reichweite. Das kann man eigentlich ganz gut balancen, wenn man im PvP ist, indem man Civilian Night Vision nimmt für das Graue und ein Military Night Vision Scope nimmt und den auf die Waffe packt. Wenn wir nämlich das ausrüsten, seht ihr dieses komische Grau hier, und das machen wir mal kurz aus, dann nehmen wir die Waffe und packen da den Military Night Vision Scope drauf. Wie ihr schon denken könnt, der macht halt Military Night Vision und ihr könnt dann halt abends sehen. Und jetzt zeige ich euch das, ich habe jetzt nochmal da reingeschrieben, das machen wir jetzt. Wir machen einmal das Comment at night und danach teleportieren wir uns jetzt einmal nach Berlin. Und dann gucken wir einmal kurz, dass wir hier, ihr seht schon, da unten sind die ganzen Zombies auch. Und wenn wir jetzt mit dem hier reingucken, da sehen wir so dieses knallige Grün halt, und man kann die Zombies sehen, ist halt Nacht und dieses knallige Militär, ne? Dann können wir aber unser Night Vision anmachen, oder Zivilisten Night Vision, oder Civilian Night Vision halt. Und wenn wir dann ranzoomen, ist es ein richtig schöner Kontrast. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel abends zockt oder so, oder wenn es halt ein bisschen dunkler ist, der Bildschirm, dieses Grün, das sticht immer so ein bisschen. Und wenn wir jetzt nur das haben, dann kommt eigentlich Nebel in der Nähe, aber ich glaube, ich habe Nebel aus, das kann auch sein. Aber man sieht ihn halt nicht so gut mit dem, weil er halt schwarz-weiß ist. Aber der hier macht dieses Schwarz-Weiß ein bisschen hell. Geht in Richtung Tag, kann man sagen. Also das hier ist jetzt Nacht, das ist schon so ein guter, eine gute Mitte zwischen Tag und Nacht, kann man sagen, ist das. Und dann kann man halt hier runterschießen. Oh, der hat getroffen. Und bam, bam. So, schön. Dann kann man halt schön die Zombies ausschalten, oder Spieler kann man auch super damit bestimmt sehen. Und wenn man dann auch noch so die Sachen hier dran hat, dann ist man eigentlich mit dem Rotpunkt wie sich, mit dem Laserpointer fast schon unbesiegbar. Und ja, dann würde ich mal Tag machen für die Verabschiedung. Sieht immer ein bisschen schicker aus. Und ja, das war's dann eigentlich mit diesen anderen Tipps und Tricks. Wie gesagt, ich habe jetzt keine von dieser Art hier mehr in Planung, sondern eher so meine Lieblingswaffen, meine Lieblingslocations oder sowas in die Richtung. Halt so ab und zu mal so ein Top 5 Video, das würde ich vielleicht zu den Sonntag-Videos zählen, oder ja, zu den Sonntag-Videos. Ja, ich würde dann sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das letzte Video hat über 750 Aufrufe, meine ich. Also, es ist auch schon ein bisschen länger oben, aber 750 Aufrufe ist echt eine Menge. Meistens kriegen die anderen Videos so 300, würde ich jetzt mal behaupten, im Durchschnitt. So, wenn man alle nimmt, so der Durchschnitt könnte so 300 sein. Wenn man die Server-Tutorials nicht dazu zählt, halt diese normalen Videos. Und ja, dann. Das ist eine schöne Menge. Ich hoffe, euch hat das sehr weitergeholfen. Ich habe sehr gutes, positives Feedback bekommen von euch. Und ich bin überlegen, ob ich nochmal zu den. Ich mache ja gerade die Hawaii-Quests. Die kommen bald übrigens wieder. Ich nehme den Mix wieder auf. Und also ich habe ein bisschen schon vorgearbeitet und nehme wieder auf demnächst. Und zu Russia, da gibt es ja auch noch Quests, und ich habe das Gefühl immer, die machen nicht viele. Irgendwie sehen viele nicht den Sinn, vor allem bei Russia. Bei Hawaii kann ich noch ein bisschen verstehen, da ist ein bisschen mehr halt, ja, NPCs, weil man kriegt ja auch nicht so ein Outfit und so. Das kann ich aber alles noch mal in einem extra Video erklären zum Beispiel oder so. Oder wenn wir Russia-Quests machen, wenn wir die Hawaii-Quests fertig haben, weil die Russia-Quests sind meine Lieblings-Quests. Ich meine, wir haben auch nicht so viele verschiedene Quests auf verschiedenen Maps, weil PI hat keine, Washington hat keine und so. Aber ihr versteht, was ich meine, das sind so meine Lieblinge. Die Russia-Teile, die sind sehr gut, und auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, könnte ich mir vorstellen, die ein bisschen zu machen. Oder ich zeige euch nur dieses ganz große Easter Egg, das Soul Crystal Easter Egg und das Railgun, ach, nee, nicht Railgun, Railgun Mark II Easter Egg.
könnten wir ja machen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ist ja klar, ihr kennt das Spielchen. Das sagt euch jeder YouTuber. Immer am Ende des Videos. Manche sagen es auch vor dem Video, aber das ist, finde ich, so, wenn man es vor dem Video sagt, als ob man in ein Restaurant geht und bezahlt, bevor man sein Essen überhaupt bekommt. Wenn man aufgefordert wird, das Video zu liken, bevor man es überhaupt gesehen hat. Und ja, dann würde ich mich über Bewertungen halt freuen, was ich. Und über Themenvorschläge. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, tschüss.